Dein Baby hat einen wunden Po. Heute gibt es alle Tipps, damit das schnell wieder anders wird. Warum wird der Po überhaupt wund? Man kann sich vorstellen, dass die Po-Haut eigentlich nicht dafür gemacht ist, den ganzen Tag in der Windel zu sein. In der Windel ist es nämlich sehr dunkel, sehr feucht, sehr warm. Und das mag die Haut gar nicht gerne, entzündet sehr leicht und vor allem können Pilze sich dort gut vermehren, weil sie dieses Milieu besonders gerne mögen. Dann kann man sich noch vorstellen, dass bei Babys, die haben ja teilweise einen mehrfach täglichen Stuhlgang, sehr dünnen Stuhl, was übrigens normal ist. Und das ist so, als hätten wir den ganzen Tag Durchfall und würden dann eine Windel reinmachen. Das greift einfach die Haut an. Dann gibt es noch ein paar Momente, Situationen, wo es vor allem zu einem wunden Po kommt. Zum Beispiel, wenn die kleinen Zahnen, wenn sie gerade einen Infekt haben oder wenn sie eine Antibiotikatherapie hatten. Oder Kinder, die zum Beispiel eine empfindliche Haut haben, wie Neurodermitis, können etwas schneller einen wunden Po bekommen. Bei Stillen ist es so, dass Muttermilchstühle eigentlich ein wenig saurer sind, also einen saureren pH haben. Also würde man denken, das greift die Haut vor allem an. Aber man weiß auch bei diesen Muttermilchstühlen, dass die Verdauungsenzyme nicht ganz so aggressiv sind, also die Haut nicht so stark angreifen. Deshalb ist es wahrscheinlich ausgewogen. Was kannst du gegen den wunden Po tun? Ich habe hier meine 10 besten Tipps zusammengefasst, die dir helfen können. Tipp Nummer 1, häufiges Windelwechseln. Sobald die Windeln voll sind, sollten sie gewechselt werden, weil der Stuhl, der Urin gar nicht erst so lange in Kontakt bleiben sollen mit der Haut. Tipp Nummer 2, lüften, lüften, lüften. Also gerne so häufig wie möglich, ganz ohne Windel, einfach auf dem Wickeltisch vielleicht ein bisschen spielen, während dein Kind gerade nackt ist, sodass einfach mal ordentlich Luft an den Po kommen kann. Tipp Nummer 3, immer nur mit lauwarmem Wasser, ohne alles und mit Stofflappen säubern. Feuchttücher sind total praktisch für unterwegs, aber die würde ich einfach nicht zu Hause verwenden, weil nur Wasser einfach viel schonender für die Haut ist. Tipp Nummer 4, immer den Po trocken halten. Das heißt, nach dem Saubermachen gründlich abtrocknen. Das kann man entweder mit vorsichtigen Tupfen schaffen. Es geht auch mit Föhnen, da muss man aber wirklich darauf achten, dass du immer einen ausreichenden Abstand einhältst, damit die Haut ja nicht zu heiß wird oder gar verbrennt. Fünftens, die Windeln wechseln. Das heißt, die Marke schuld an dem wunden Po ist, das ist wirklich selten, aber manche Stoffwindeln können nicht so gut Feuchtigkeit aufsaugen und dann kommt es häufiger zu einem wunden Po. Daher lohnt es sich leider manchmal von Stoffwindeln auch auf die Wegwerfwindeln wieder zu wechseln. Sechstens, getrennte Handtücher bzw. Waschlappen verwenden, damit sich Pilze und Bakterien erst gar nicht erst austauschen können. Und siebtens, die Handtücher und Waschlappen und Kleidung von deinem Baby immer regelmäßig waschen, damit sich da keine Bakterien und Pilze vermehren können. Achtens, baden gerne weiterhin so häufig, wie ihr möchtet, vielleicht nicht ganz so heiß und nicht ganz so lange. Danach ist nun ganz wichtig, immer gut die Haut trocken tupfen, das gilt hier umso mehr, und direkt danach eine pflegende Creme auftragen. Jetzt kommen die beiden wichtigsten Tipps. Tipp Nummer 9, Wundschutzcreme, und zwar so eine schöne Paste mit Zinkoxid. Diese Paste sorgt dafür, dass zum einen der Urin und der Stuhl nicht in Kontakt mit der Haut kommt und das Zinkoxid darin sorgt dafür, dass die Haut weniger entzündet ist. Diese Creme würde ich wirklich mehrmals täglich und wirklich so richtig dick, ich sage immer, dass der Po aussieht wie ein Clownsgesicht, also so richtig schön weiß, auftragen. Bei der Wahl der Creme, das kann gerne eine aus dem Drogeriemarkt sein, ich würde immer darauf achten, dass die keine Konservierungsstoffe enthält, keine Duftstoffe oder Parfüm. Also man kann sich gleich merken, was gut riecht, wird Duftstoffe oder Parfüm drin haben, darauf würde ich verzichten. Ansonsten kann man sich da austoben, was bei einem selbst am besten hilft. Tipp Nummer 10 ist Schwarztee. Schwarztee enthält natürliche Gerbstoffe und das führt dazu, dass die Haut richtig schön heilen kann, sich schließen kann. Ihr lasst einfach ein paar Beutel Schwarztee richtig gut ziehen, lasst natürlich das Wasser bitte abkühlen und dann kann man den Schwarztee auf den Po drauf tupfen, dort bitte gut eintrocknen lassen und das kann auch mehrmals täglich sehr gut helfen. Jetzt noch zu ein paar Sachen, die helfen können. Zum Beispiel Muttermilch kann man versuchen. Wir wissen alle, das ist ein wahres Wundermittel.
Aber wenn das nicht hilft, würde ich auch auf Wundschutzcreme und vor allem in Kombination auch die anderen Tipps mit einbinden. Dann schwören ganz viele auf Heilwolle. Das kann gut funktionieren. Da ist Wollwachs enthalten. Das ist auch in vielen Cremes drin. Das kann man versuchen. Was ich mit Vorsicht genießen würde, wären Öle, weil ich habe schon in meinem YouTube-Video, das heißt 7 Mythen, habe ich schon gesagt, dass Öle auf lange Sicht die Haut eher austrocknen, was wir ja gar nicht wollen. Das heißt, das würde ich wirklich nur zurückhaltend machen. Und Puder würde ich niemals machen, weil das so feine kleine Partikel enthält, das kann dein Baby einatmen und dann an Atemnot leiden. Das hat man früher gemacht, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Woher weiß ich jetzt, ob mein Baby nicht nur einen wunden Po, sondern einen Windelpilz hat? Keine Sorge, Windelpilz ist erstmal gar nicht gefährlich, passiert ganz häufig. Wir haben alle Pilze in und auf unserem Körper, aber in manchen Fällen, vor allem bei Babys und in dieser schönen, warmen, feuchten Windel, können die sich einfach stark vermehren und dann auch eine Entzündung auslösen. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass der Windelausschlag sehr scharf begrenzt ist, also es ist wirklich rot, dann eine scharfe Trennung und dann kommt die restliche Haut. Und dass auch an diesem Randgebiet oft so kleine Pünktchen und Pickelchen sind. Das können Hinweise auf einen Windelpilz sein. Man kann sich frei verkäuflich in der Apotheke eine Wundschutzcreme kaufen, wo auch ein Wirkstoff gegen Pilze enthalten ist, zum Beispiel Nystatin oder Miconazol. Und das würde ich dann einfach mehrmals am Tag auftragen für ungefähr eine Woche. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, würde ich immer mal mit der Hebamme oder mit der Ärztin, dem Arzt sprechen, weil natürlich jetzt zu häufig diese Antipilzcreme auftragen, wenn die eigentlich gar nicht notwendig ist, muss ja nicht unbedingt sein. So, ich hoffe, mit meinen Tipps heißt es bald Pavian Po Ade. Und ich freue mich sehr über Feedback in den Kommentaren. Abonniert meinen Kanal gerne und bis zum nächsten Mal, eure Nele.